So, und wie versprochen, gibt es nun eine Aufgabe zur Reihenschaltung. Und zwar soll es folgendermaßen aussehen: Ich habe hier eine Gleichspannungsquelle und mit einer Spannung U0 nenne ich die einmal. U0 gleich 24 Volt. So, und ich habe hier auf der anderen Seite einen Widerstand. So, ein Widerstand. Er ist gleich 10 Ohm. So, und der Widerstand soll mit der Spannungsquelle verbunden werden, und zwar nicht direkt, das wäre zu einfach, sondern über eine Leitung. So, und die hat eine bestimmte Dicke. So, da wird sie dann ideal verbunden. Der Rückleiter entsprechend genauso. Auch hier habe ich einen Rückleiter, der wird damit verbunden. So, und diese Leitung hat eine Länge von 10 Metern. Ich schreibe mal L gleich 10 Meter. So, das Stück soll also 10 Meter sein. Und hier entsprechend genauso, auch entsprechend 10 Meter. So, und wenn ich mir die Leitung mal angucke, wenn ich mal, hoppla, wenn ich mal darauf gucke, dann ist der Querschnitt kreisrund und der Querschnitt hat einen Radius und dieser Radius beträgt 0,5 mm. So, und was nun berechnet werden soll, ist diese Spannung, die hier abfällt. So, da fällt die Spannung UR ab. Und das ist eben nicht diese 24 Volt, die wir hier vorne anlegen, weil es soll ja ein Strom fließen, weil wir einen geschlossenen Stromkreis haben. Und es fällt eben auch ein Teil der Spannung hier an diesen Leitungen ab. Die Leitungen haben eben keinen unendlich guten Widerstand, sondern haben einen entsprechenden Widerstandswert. Okay, und deine Aufgabe soll es eben sein, diese Spannung dort zu berechnen. Ich gebe noch ein paar Werte ein. Wir hatten in dem einen Video die eine Formel gesehen. R ist gleich Rho mal L durch A. Und ich gebe mal den Wert für Rho an. Rho soll Kupfer sein, das heißt 1/56 Ohm. Und Millimeter Quadrat im Zähler und Meter im Nenner. Sonst haben wir den Querschnitt gegeben, den Radius gegeben von 0,5 Millimeter. Wir haben die Länge von 10 Metern gegeben. Und dann haben wir noch das Ohmsche Gesetz. R ist gleich U durch I. Und das sind eigentlich die Angaben, die reichen müssten, um letztendlich die Spannung UR zu berechnen.